So, moin moin und willkommen zurück. Selbe Stelle, neue Welle, Trivolos Let's Play. Mit dabei Tagun. Yay, moin. Und Amiga Link irgendwo bei sich zu Hause, auf jeden Fall noch im Teamspeak. Jawohl, hallöchen. So, was haben wir vor? Wir wollten ja hier vorhin noch, nachdem wir jetzt was eingeschoben haben, wie wir Amiga Link besucht haben, wir wollten uns ja diese Ohrwash-Anlage bauen. Ja, würde ich sagen, fangen wir mal mit den Elektromotoren an. Dafür brauchen wir viermal dieses Coil. Iron Ingot in der Mitte und unisoliertes Kupferkabel drumherum. Würde ich sagen, haben wir alles da? Ja. Hier an unserem Project Table. Ich habe hier gerade noch was gebaut. So, so, da sind wir. Habe ich gesagt, vier Stück brauchen wir davon, ne? Ja. Vier also Stück. Von diesen Spulen vier Stück. Da müssen vier außen rum. Das gut, weiß haben ich wir noch. Vier Stück von. So, Ohrwashing und dann in der Mitte Iron und Tin Item Casing. Wo habe ich jetzt das Tin Item Casing hingepackt? Hier. Also da kommen schon mal die Spulen hin. War das nicht so, dass da die Spulen hinkommen? Nein, die kommen so. Dann kommt das Tin so. Und in der Mitte Eisen. Genau. Ah, alles klar. Okay, ja. Oh, Motoren. Zack, das einmal zurück. Dann haben wir die Motoren. Dann brauchen wir noch einen Electronic Circuit. Der geht einmal mit einer Force-Platte, Redstone, Kupferkabel oder eine Eisenplatte in der Mitte und Redstone drumrum. Machen wir Eisenplatten. Einmal habe ich gesagt. Eisenplatte, einmal Rotstein. Dieser Electronic Circle. Du nimmst das immer so schnell raus. Mann, da kann ich ja gar nicht mehr zeigen, was da drin steht. Ich wollte das eigentlich, alles was ich immer fertig mache, wollte ich eigentlich unten in das Feld unter der Project Bench packen. So, eben elektrischer war da kein Platz. Schaltkreis haben wir jetzt auch. Oh, ich rutsche hier immer auf den Bronzehammer. Was macht der? To give a machine a hard whack. Use a craft plates from ingots. Ah, kann Blöcke drehen, bla, hast nicht gesehen. So, da kann da zum Beispiel eine Eisenplatte draus machen. Ah, cool. Brauchen wir aber nicht mehr, weil wir jetzt diesen Metalformer haben. Da brauchen wir den Hammer nochmal für irgendwas anderes. Oh, wir brauchen ja, noch einen. Ja, wer weiß. Hat ja noch 44 Uses. Also von daher. Brauchen wir hier noch ein Basic Machine Casing. Das sind einmal Platten, 8 Stück so gelegt. Und fertig ist Basic Machine Casing. Auf Deutsch Basis Maschinenhülle. Genau. So, und dann holen Platten da oben. Einmal. Eimer. Werkzeug habe ich, glaube ich, hier drin. Genau, 2 Eimer. Der Wassereimer kann da mal wieder rein. Eisenplatten, yeah. So, die Wassereimer. Basic Machine Casing. Und dann brauchen wir, was war das noch? Motoren. Yep. Und das Electronic Circuit. Fertig ist Ohr Washing Plant. Nee, Erzwaschanlage. Ah, meinetwegen auch die. So. Nun setzen wir das alte Ding hier hinten mal hin. Hast du denn überhaupt noch genügend Saft dafür? Natürlich, natürlich. Es läuft ja nie alles gleichzeitig. So, fertig ist das Ding. So, jetzt sehen wir, ganz links füllt sich da ein Strombalken. Das heißt, er ist mit Energie angeschlossen, an Energie angeschlossen. Hat einen eigenen eine kleine Batterie drin. Sind aber in der Regel so minimal, dass es vollkommen unnütz. Jetzt sehe ich hier, wir brauchen auf jeden Fall schon mal Wasser. So einfach mal da kannst du dann im Endeffekt dieses zerstoßene Erz reinpacken, oder? Genau. Das war ja irgendwie so, ne? Genau. Da kannst du ja mal ein so ein Ding dir da rausnehmen, von dem zerstoßenen Eisen. Ja, kannst mach ich mal. Kannst du ja mal gucken, wo das denn da drin landet. Weil das weiß ich auch nicht. So, ja, du ich probiere hier einfach mal alles durch. Nee, da nicht, da auch nicht, da... Ah, ich hab's gefunden. Alles klar. Und läuft er los? Ja, man sieht, er läuft ja, los. Ja, es tut sich was. Aber ich denke mal, das Wasser wird ziemlich schnell aufgebraucht sein. Wäre ja vielleicht nochmal zu überlegen. Du hast doch da unten, hast du da so einen unendlichen Brunnen. Vielleicht nochmal ein Rohr reinhängen. Ein Rohr da unten mit reinhängen, sieht aber ein bisschen blöder aus. Oder wir bauen hier einfach nochmal einen weiteren unendlichen Brunnen rein. Na gut, dein Wort in Gottes Gehörgang. Pass auf, machen wir einfach hier mittig. So dunkel, so dunkel. Ja,
Ja, machen wir neue Fackeln. Hast du denn irgendwo hier, wie heißen die Eimer? Eimer, glaube ich, ne? Ein Eimer habe ich auf Tasche. Einen müsstest du sonst. Ich baue mal einen. Genau, und den zweiten, den. Weil das weiß ich, wie es geht. Hier ist noch ein Wassereimer drin und hier ist ansonsten. In der Werkzeugkiste ist noch ein Eimer drin. Kann ich den auch am Projekttable bauen? Ja, ne? Ja, sicher. Mal, ne? Project Table ist ein ganz normaler Table. Ah, ja, gut, okay. Hä? Ach, der zeigt der an, was ich zuletzt gebaut habe? Nicht alle zusammen. Was war das jetzt? Zeigt der Project Table an, was ich zuletzt gebaut habe? Ja, wollte er. Wieso sind denn hier noch Eisenbarren drin? Ja. Keine Ahnung. Ach, weil da noch Eisenbarren vorher drin waren. Ja. Dann kannst du da unten mal eine unendliche Quelle reinsetzen. Ich brauche erstmal einen zweiten Eimer und ich brauche erstmal Wasser. Werkzeug. Werkzeug. Da ist noch ein Eimer drin. Und Wasser, ja, draußen. Da habe ich noch nichts weiter gebaut. Nö, ich hol mal. Ich laufe mal zum Strand hier, so mitten im Dunkeln und schau mal, welche Mobs mich hier alle irgendwie überfallen wollen. Also ja, und ich mach's hier unten ein bisschen hübsch. Ein Creeper sehe ich schon mal. Der tut dir aber nichts. Der macht nur ein bisschen Schaden. Doch, das ist richtig cool. Der ist gerade voll über die Kakteen drüber gehetzt. Das war richtig gut. Der hat ordentlich Schaden gekriegt. Aua, ja, aber er tut dir ja nichts. Läuft doch da rum. Ja, echt mal. Au. Okay, jetzt habe ich hier aber eine ganze Latte irgendwie neue Freunde gefunden. Ich muss mich erstmal ins Haus retten. Ey, wo kommen die denn alle her? Ich habe noch nicht mal Wasser geholt. Vor der Tür ist ja. What? Noch eine Spinne. Vor der Tür sind ja diese interessanten Torches, die Mobs ja einfach. Nein, Creeper! Da hat es schon wieder Bumm gemacht. Ja, verdammt. So, jetzt hier. Zack. Ich habe jetzt zwei Eimer und versuche mich mal ins Häuschen zurückzuretten. Oh, da habe ich aber richtig. Oh, habe ich gepennt. Bin ich schlecht. So, aber ich habe Wasser. So. Das ist schon mal gut. Kannst ja unten schon mal eine ähnliche Wasserquelle reinmachen. Lass in der Zwischenzeit noch ein bisschen Glas braten. Einmal, zweimal. Dann nehmen wir da mal raus und dann packen wir da mal noch rein und dann packen wir hier mal noch rein und haben fertig. Genau. So, dann, und ich fülle die Eimer auch gleich mal wieder. Oder möchtest du die ungefüllt haben? Du, das ist mir egal. Na gut, dann packe ich die mal beim Werkzeug wieder mit rein. Was ist das für eine schöne Floppy Disk? Weiß ich noch nicht. Mazed, irgendwie, keine Ahnung. Ja, ach so, Computercraft. Genau, sind irgendwelche Spiele oder wie war das? Da sind Spiele drauf, ja. Echt? So. Spiele? Cool. Ja. Ein guter Tagun. Jetzt gibt's mal in das Not Enough Items. Ja. Du mal folgende ID ein: 1819. Die habe ich schon mal rausgesucht. 1819. Und dann baust du mir bitte diese Pumpe. Eine Pumpe, dafür brauchen wir einen Tank und einen Minenbohrer. Genau. Super. So, Baumaterial. Irgendwo hatte ich doch sowas gesehen. Oh, in der Zwischenzeit schon mal ein paar Wood Gears. Was suchst du jetzt, um genau zu sein? Diesen Tank und das Ding. Ach, ich muss sie alle noch einzeln bauen? Du musst alles bauen. Diesmal bist du dran. Diesmal kommst du nicht drum rum. Okay, Glas kriege ich gerade noch sehen. Wo hast du Glas versteckt? Glas ist hier im Project Table drin. Ah, gut, okay. Gut, also dann einmal hier dieses Tankdingensen und dann müssen wir noch. Jetzt hat der wieder welches reingepackt, Glas. Ja. Der nervt. Der legt das dann immer automatisch nach. Ja, das ist ein bisschen nervig. Jetzt habe ich das geschnallt. Gut, und dann, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch einen Minenbohrer. Dafür brauchen wir ein Eisenzahnrad und eine Eisenspitzhacke. Alle Materialien, die du brauchst, sind auf jeden Fall soweit im Project Table drin. Sicher? Ja. Gut, also Sticks haben wir. Dann bauen wir uns doch als allererstes erstmal eine Eisenhacke. Ja gut, und er packt wirklich wieder alles rein. Ja, das ist es halt. Ein Eisenzahnrad. Verdammt, wie ging das denn? Das war's nicht. Doch, das war's schon. Fast.
Jetzt nimmst du einfach, nein, den in der Mitte nimmst du raus und dafür nimmst du so ein Wood Gear da rein. Ja, gut, okay, alles klar. Nee, macht er auch nicht. Macht er nicht? Warum nicht? Warte, Nee, zeigt er mir kein Eisenzahnrad an. Ah, nee, du brauchst erst noch ein Stone Gear. Ah, ja, gut, okay. Also das Eisen erstmal nur einfach raus Yep. und dafür dann halt ein Zahnrad in die Mitte und dann Cobblestone außenrum. So, dann machen wir mal so und so und hallo, zurücklegen. So, und jetzt Eisen. Genau. Weil das hatte ich mir noch so halbwegs gemerkt. Gut, irgendwie haben wir jetzt gar nicht genug Platz. So, jetzt muss ich aber noch mal nachgucken. Was war das? Gut, okay. Ja, damit sollten wir das auch hinkriegen. Und zwar, na. So. So. Au. Oh, verdammt, ich habe schon wieder vergessen. Ey Gott, Spitzhacke bin ich unten in der vergessen. Mitte. Ja, die Spitzhacke war es. Spitzhacke und Eisen außenrum. So, zack, da das Genau. Eisen und dann die Spitzhacke noch fertig. Minenbohrer, ja, mit dieser Hilfe ist das wirklich eine Riesenhilfe, wenn man auch weiß, wie es gebaut wird. So, und Richtig. jetzt brauche ich ja rein theoretisch nur noch den reinpacken, da drüber, Fertsch und Pumpe. Genau. Und dann So. kannst du die Pumpe, ich setze dafür extra nochmal so einen Block. Dann kannst du die Pumpe da so hinsetzen. Bing! Und im besten Fall sollte die jetzt, wenn wir es jetzt aufgraben würden, könnte man sehen, da sollte jetzt dann normalerweise noch ein Rohr nach unten führen. Also bei der Führt es. Pumpe. Ich Führt weiß nicht, es ob man auch. es so gut sehen. Ja, von hier aus kann man es sehen. So, da kann man das sehen. Genau, ich habe es jetzt erstmal wieder zugemacht. So, das ist die. Bräuchten wir aber noch irgendwie Rohrregel? Ja. Genau. Rohre und wir Weil brauchen noch was anderes. du brauchst ja noch Wir brauchen. so ein Ding hier wie unten beim Steam-Teil, so ein Genau, das. Pumpmechanismus. Genau, das haben wir hier schon mal vorbereitet. Das hänge ich jetzt mal einfach schon mal dran. Das ist halt eine Ah. ganz normale Redstone Engine. Die Redstone Engine, die hauen wir hier einfach mal ran. So. Und ich denke mal, die muss doch jetzt auch irgendwie mit Kollege hier, Generator, verbunden werden, weil sonst macht die ja nichts, oder? Braucht ein Redstone-Signal, ein ganz normaler Schalter, ein Ach Belegter. so, ja gut, okay, dann einfach einen Schalter, Pop, Hebelschalter und ab dafür. Genau. Baust du gerade einen, sonst baue ich einen? Habe ich schon. Gut, ah, sehe ich, hast du in der Hand. Jo. So, dann brauchen wir als nächstes Coole Sache das. Rohre. Ja, das ist ja das, was mich jetzt am meisten interessiert. Ja, jetzt können Ja, ich gucke wir, gerade, ob wir jetzt können wir Rohre verlegen. irgendwo Ich müssten. Ja, hier sind guck noch. mal, unter was läuft denn das? Unter Rohre oder unter Pipe? Das ist eine gute Frage, wo da, unter was das bei dir läuft. Piepe. Nee, Piepe ist verkehrt. Filterpipe. Transferpipe. Sortingpipe. Okay, das ist es nicht. Die IDs sind fangen an mit Ich 18.2. habe Rohr. Welches hättest du denn gerne? Wir brauchen ein Hölzernes Wasserrohr? hölzernes Wasserrohr brauchen wir auf jeden Fall. Das ist hier mit Dichtung. Wo kriege ich denn Dichtung her, verdammt? Brauchst erstmal eine hölzerne Pipe. Dann erzähle ich dir, woher du eine Dichtung kriegst. Ja, aber die Dichtung sagt er mir doch, die brauche ich für die hölzerne Pipe. Brauchst ja aber vorher noch die normale hölzerne Pipe. Ach Da so, geht's ja ja, schon los. stimmt ja. Hölzerne Okay, Transportpipe. einfach Wooden Planks und Glas. Dann kriegst du 8 Stück dabei raus. Ach, so viele? Mein Gott. Ja. So, nun haben wir aber 4 Stück schon da drin. Brauchst du ja gar nicht craften. Ah ja, ich sehe es gerade. Ich sehe es So. gerade, ich sehe es gerade. Ich nehme mal die vier raus. Nee, wir brauchen ja bloß eine, oder? Ja, wir brauchen nur eine. Gut, Jetzt dann packe ich dreimal wieder rein. kommt es, warum wir so viele Kakteen haben. Wir Ah. brauchen nämlich Kaktusgrün. Hier ist doch Dichtung, bis zum Genau. Abwinken. Noch und nöcher. Aus Gut. dem Kaktusgrün, der Kaktus wird ganz normal hier drin gebrannt, habe ich hier schon mal vorbereitet. Und jetzt drücke ich mal U Aha. für Uses und dann sieht man hier, kann man halt eine Green Force Torch machen. Oder man kann halt hier auch die Öfen einschmelzen. Man kann Ah. hier Stained Clay und ach, alles Mögliche. Aber das ist alles nicht das, was wir wollen. Nee, man Ins kann jetzt ja auch natürlich dann nicht. im Zweifelsfall noch die Dichtung draus brutzeln, machen, tun, Genau. gedingsen.
Genau, und das zeigt er mir jetzt gerade nicht an, deswegen mache ich das einfach mal so. So, ich bastel Also jetzt schon einfach mal 1 zu 1. das hölzerne Wasserrohr. Genau. Folge wäre nämlich übrigens eigentlich schon zu Ende, Ja, du ne? könntest ja mal, denn das Aber wir überziehen hölzerne. einfach mal ein bisschen, ne? Genau, ich baue hier schon mal einen Weg hin und du könntest ja mal das hölzerne, die Wo soll die hölzerne jetzt dran? Leitung. An die Seite oder oben drauf? Versuch mal hier an diese Seite. Gut, dann einmal zack. Ja, in der Hoffnung, dass das funktioniert. Nee, es geht, die ist dran. Funktioniert? Ja, ist Wunderbar. dran. So, und dann. Welches Rohr brauchst du denn jetzt? Das Rohr, da habe ich so viel vorbereitet. Ich schmeiß dir das mal zu, dann kannst du das mal Ja. verlegen. Oh, schön, schön. Dann brauchen wir auch gar nichts bauen. Das ist natürlich noch besser. Genau, dann kannst du hier mal ein paar geile So. Rohre verlegen. Ja, ey, ich habe schon so lange kein Rohr mehr verlegt, oder? Das glaubst du gar nicht. Da ist die Frage natürlich, ob sie So, auch zack. kommt. Naja, sollte sie, ne? Ah. Nein, ich habe nach oben gebaut. Kann ich das normal abbauen? Kannst das irgendwie abbauen, wie du möchtest, mit Gut. egal mit was. Okay. Gut. Da müssen wir jetzt erstmal so dran gehen und dann hier und hier. Und dann stellen wir uns da einfach drauf und dann passt das schon. Ja, wir haben irgendwie ein Wasserrohr zu wenig und das Wasser fließt Warte. schon. Das ist nicht so schlimm. Habt ihr da noch eins hingeworfen? Habe ich und Werd in der fertig. Zwischenzeit. So, jetzt sollte da eigentlich genügend Wasser ankommen. Also ich gehe mal gucken. der Zwischenzeit baut der So. Tribolo nochmal Redstone Engine. Also es funktioniert. Ja, das ist Und gut. er fängt auch schon an zu waschen und wir haben hier schon gereinigtes, zerstoßenes Eisenerz, kleines Häufchen Eisenstaub und Steinstaub. Das ist das, was wir wollten. So, ich habe hier jetzt nochmal Hervorragend. zwei Engines mit zugepackt, damit das Ganze mal ein bisschen fixer mit den Pumpen geht. Ah, ja, man sieht das hier ganz gut, ne? Das, wie gesagt, die bringt halt nicht ununterbrochen den Wasserfluss, sondern die einzelnen Pumpen bringen den Wasserfluss halt nur, ja, der stoppt dann irgendwie. Genau, Der und ist dann halt deswegen. nicht permanent. Und umso mehr, jetzt habe ich das auch begriffen mit diesen Dingern, umso mehr Pumpen außenrum dran sind, umso Mehr Pumpe. mehr, also umso konstanter ist dann auch dieser Wasserfluss hier. Genau. Ja, jetzt wird ein Ding draus. Machen wir das Ganze jetzt einfach erstmal wieder zu. Ah, warte, ich habe auch noch zwei Steine. Ding, ding. So. Und damit ist die Ore-Wash-Anlage oder der Ore-Washing-Plant fertig. Nee, Und ist er nicht. du nicht? Was fehlt denn hier drüber? Ach so, das Schild. Natürlich. Genau. Das Schild fehlt nämlich noch. Da habe ich, glaube ich, noch welche. Keine Schilder vorbereitet? Doch, doch, habe ich. Naja, ich wollte es auch wieder. Ey. Hat er alles Hat gemacht? da. Hat er gemacht? Hat er gemacht? Na So, dann. Ohr. Wash Wasch Machine. an. Waschmaschine. Passt nicht. Dann machen wir Erz. Erz. Waschanlage. Genau, Waschanlage heißt das auf Deutsch. Erzwaschanlage. Siehst du, wunderbar. Ja, ich denke mal, ich werde hier noch ein bisschen offscreen, werde ich hier hinter oder so nochmal einen Wassertank bauen. Sobald wir genügend Stahl haben, dass wir auch Tanks in größerer Ordnung bauen können, Ja. wird dahinter nochmal ein großer Wassertank kommen, weil ich weiß nicht genau, ob wir hier nochmal für irgendwas Wasser brauchen werden. Und da uns ja immer noch der Mod. Uiuiui, wie heißt denn der nochmal? Ich kann es dir Jetzt nicht nicht auf den sagen. Namen. Ich Na kann es dir und noch nicht viel sagen. Thermal Expansion. Dadurch haben wir Ah. natürlich keinen Aquius-Akkumulator und dadurch haben wir auch nicht einige andere Sachen, die mir jetzt gerade entfallen sind, die aber halt ziemlich wichtig wären normalerweise für uns. Kann man nichts machen. Die Entwicklung hängt halt auf dem Standard von der 1.5 und wir spielen 1.6 Ja, und dann ist schlecht, aber ich habe sowieso schon abgeschaltet, als du irgendwas meinem Akkumulator da erzählt hast. Das ist ja, schon das wieder ist halt ein für Teil, mich schon wieder viel zu viel. wo das halt ein 3x3 Block ausheben. Warte mal, stimmt das 3x3? Genau, 3x3. Und in den mittleren Dreier würdest du diesen Akkumulator reinhauen und dieser Akkumulator, der würde dauerhaft eben Wasser über eine Leitung spülen. Ohne Strom, ohne alles. Oh, Der braucht schön, halt ne? nichts.
Und so ja. ein Overclocker-Upgrade werden das wir auch nochmal. Das kannst du auch anders. Weiß. Ein Overclocker-Upgrade werden wir da auf jeden Fall auch nochmal demnächst reinhämmern. So dass die ganzen Maschinen, das geht übrigens in diese ganz rechten Slots, dadurch sind die Maschinen etwas schneller. Sonnending werden wir auf jeden Fall auch nochmal bauen. Targoon, für dich und deine ja. Leute, das ist die ID-Nummer 16467. Da steht dann halt auch bei, dass er Item 160%... 1,4 war das? 16467. Irgendwie kamst du sehr abgehackt drüber. Ja, aber ich hab's Transformator-Upgrade-Dings-Auswurf-Bla. Genau. Das Ding braucht dann halt 160% mehr Power, aber hebt dafür die Geschwindigkeit um 70% an. Also das ist schon sehr nice, sowas. Ja. Kann man mal machen. Also kann man gut mitarbeiten. Ah, mein Stuhl quietscht immer noch. Ja, ich krieg langsam Hunger, würde ich sagen. Beenden wir hier mal die Folge, oder? Genau. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ob ja. mit oder ohne Targoon, werden wir bei mir auf jeden Fall sehen. Das ist halt immer abhängig, wie wir beide arbeiten müssen. Genau. Und zählt bitte nicht die Folgen ab, wie viele Folgen es ohne Targoon gegeben hat. Ich weiß das selber. Wenn das beruflich nicht immer oder klappt, auch dann andersrum, ist das so. Wie viele Folgen es ohne Trivolo gab. Ne? Also das genau. ist, wir können hier für nichts garantieren. Doch, für eins kann ich garantieren, für meine Unwissenheit. Aber ich muss mal sagen, ich habe eine ganze Menge gelernt und bin wirklich positiv überrascht. Ne? Also doch, das macht doch mehr Spaß, als ich gedacht hatte. Das ganze Technikzeug hier. Und genau. ich werde das auch noch lernen mit Trivolos Hilfe. Auf jeden Fall. Okay, würde ich sagen, sind wir durch für heute. Jo. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt uns gewogen, bleibt uns treu. Haut da rein und tschüss. Tschüss. Und tschüss.